Willi, was ist hier passiert? Ja, was ist hier passiert? Da haben außerirdische Trilaner, etwa 1,20 Meter große Menschen, haben hier das Auto betatscht und ihre Fingerabdrücke und die Hand hinterlassen. Also den Handabdruck. Zeig mal, wie die da die Hände draufgelegt haben. Ja, wahrscheinlich so. Nehme ich an. Und hast ist dich eben ein bisschen kleiner als unsere Hände. Und hast du dich mit denen auch unterhalten? Nein, ich habe sie selbst nicht gesehen. Ich habe erst nachträglich erfahren, wer es war und was geschehen war. Ich habe gedacht, du hättest sie mit dem Finger auch angefasst. Aber ja, aber das war zu einer anderen Zeit. Das waren andere von denen, als ich unterwegs war. Und warum haben die dieses Auto angefasst in ihren Händen? Ja, die betatschen alles mit ihren Fingern. Die testen alles mit ihren Fingern. Und darum haben sie auch die Autos betatscht. War es das einzige Auto, was sie angefasst haben? Nein, es ist noch eines vorhanden. Es sind zwei. Und wo ist das aber Auto? Aber da ist beim anderen ist nicht eine ganze Hand, sondern sind nur Fingerkuppen drauf. Die sind heute auch noch drauf? Können wir gucken da vorne. Aha. Hier sind noch Fingerspuren. Und bei Bernadettes Auto hat es auch noch verschiedene Spuren auf der ganzen Kühlerhaube verteilt. Das Auto ist auch neben diesem gestanden. Und das ist von diesem Jahr etwa 2 Monate alt. Was noch zu sagen ist zu den Fingerprints da auf dem Auto, da kommen die Aliens, die Außerirdischen, die Plejaren und die Angehörigen von ihrer Föderation, die kommen eben sehr oft hier hoch, um rumzugehen, um zu laufen, um zu spazieren. Und was hat es mit den Fingerabdrücken und, zu tun? Das sind auch welche gewesen, die Trilaner, die hier spazieren gegangen sind und alles betatscht haben an den Autos. Und dieses Zeichen sieht ja sehr ähnlich aus, das wir schon kennen, diese Sterne. Ja, das sind die Plejaden. Wir haben ganz bewusst haben wir in den ersten 15 Jahren haben wir immer von den Plejaden gesprochen, dass die Plejadier hierher kommen, dass wir mit denen Kontakt haben. In Wirklichkeit nennen sie sich aber Plejaren. Und der Grund dafür, warum wir gesagt haben, sie seien von Plejaden und sie seien Plejaren, der Grund war der, dass eben eine Vorschau gemacht wurde, in die Zukunft gesehen wurde und da wurde beobachtet, dass sehr viele in Amerika drüben, in Australien, in Europa, Deutschland und der Schweiz ihre Geschichten erzählen. Sie hätten mit den Plejadiern Kontakt und das ist aufgekommen seit jener Zeit, als ich meine Kontaktberichte rausgegeben habe. Und dadurch, dass wir Plejaden gesagt haben und Plejadier gesagt haben, statt Plejaren, wie der wirkliche Name ist, konnten wir das Zeugs etwas stoppen von denen, die betrügerischerweise erzählt haben und rund um die Welt Geschichten hochgebracht haben. Sie hätten Kontakte mit den Plejadiern.